Wandern im Zittauer Gebirge, Teil 3. Heute befinde ich mich an der Töpferbaude, 580 Meter über dem Meeresspiegel. Zunächst mal bin ich hier am Aussichtspunkt und schaue auf die Gemeinde Olbersdorf. Ein Stück dahinter, ein Ausflugsziel hier in dieser Region, der Olbersdorfer See, ein richtig schöner großer Badesee. Ja, und dann dort hinter im breiten Umfang die Stadt Zittau zu erkennen. Schwenkt man weiter nach Osten, schauen wir schon bereits aufs polnische Bergland. Noch weiter in Richtung Südosten geht Tschechien los. Das heißt mit anderen Worten, wir befinden uns hier genau in dem Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien. Der Töpferberg ist auch sehr gekennzeichnet durch interessante Felsengebilde. Überall felsig. Aber der markanteste Felsen ist dieses Felsentor. Jetzt mal in die Richtung. Und die die Töpferbaude. Das ist dieses schöne Felsentor. Kann man auch hochlaufen. Richtig schöner Biergarten. Hier wird bestimmt morgen am Herrentag einiges los sein. Bodo Lietzke vom Töpferberg bei Eubien.